Entschuldigung. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 für die Xbox 360, ja. Im letzten Part, ich glaube im letzten Part ist Asuma gestorben. Ich bin gerade erschöpft wie eine Hure. Na gut, Huren sind nicht erschöpft, das war ein schlechter Vergleich, aber ich bin auf jeden Fall erschöpft. Denn ich war gerade Sparkasse Geld abholen und es ist schon ziemlich spät und ich hätte es fast nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich mich beeilt, ich bin wahrscheinlich so schnell Fahrrad gefahren, wie ich noch nie Fahrrad gefahren bin. Ich hab's geschafft, jetzt bin ich hier, alles ist gut. Also nicht wundern, wenn ich hier bitte etwas schwer atme oder so. Ich muss mich jetzt einfach hinlegen, Ruhe bewahren und ruhig atmen. Entschuldigung, ich war. So, der Typ hat gesagt, wir sollten jetzt noch ein bisschen hier in Konoha rumlaufen. Also mit der Typ meine ich die Statusmeldung da. Und das werde ich auch mal tun. Ich werde mir noch ein bisschen schauen, eventuell noch ein paar Wundsalben kaufen. Eventuell eher Angriffsbentus, eventuell auch noch. Wer weiß, ob diese 13 oder wie viel auch immer ich noch habe, reichen. Come on in. Hier gibt's noch keine dritte Runde. Thank you very much. Ja, ich auch. Ja, was will ich denn eigentlich noch in Konoha? Ich werde nochmal schnell zu Tsunade gehen. Oder mich umschauen, ob ihr eventuell noch irgendjemand eine Mission für mich hat, denn das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Energie ist voll. Gut, dann brauche ich das erstmal nicht. Oh, hallo Kiba, was machst du denn jetzt hier? Hallo. Oh, hallo Shino, was machst du denn jetzt hier? Hallo. Ja. Okay, zu Ino kann ich gerade nicht. Oh, da hat jemand eine Aufgabe für mich. Oh, ist das nicht wieder so einer, der Geld will? Ja, das ist wieder so einer, der Geld will. Also muss man das nicht lesen, der will nur wieder Geld. 10.000 Rio. Zweimal Wundertinte. Ach, deine Mutter. Naja, und für den Erfolg. Ja, das ist unwichtig, nur weil du Geld willst. Ey, wir bekommen zweimal Wundertinte und haben nur noch irgendwas mit 30.000. Ach, ich bin ja auch so ein Geldscheißer. Könnten diese Missionen nicht nach dem Spiel kommen, also nach der Hauptstory? Das wäre angenehm, weil da kann ich mir dann bei diesen zwei Kämpfen unglaublich Geld farmen. Aber nein, nein. Ich wurde angesteamt. Oh, hallo Hinata. Ist hier noch irgendwas für uns zu erledigen? Nein. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal dort oben. Und mein Handy, ich wurde angewurzelt. Und ich wurde wieder angewurzelt. Dann schauen wir mal bei Tsunade vorbei, ob es da noch irgendwo irgendwas Interessantes gibt. Außerdem schaue ich hier nach rechts nochmal. Und dann schaue ich links im Itemladen nochmal, ob ich da jetzt eventuell was Neues bestellen kann. Falls ja, dann wäre das cool. Irgendwas Brauchbares vielleicht mal wieder. Oh, hallo Mighty Gay. Übrigens, ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich für Rock Lee damals keine Freundschaftssequenz bekommen habe. Ich glaube, ich habe ihn, nachdem ich die 5 Herzen hatte, nicht nochmal angesprochen. Weil man muss ihn, wenn man ihm das 5. übergeben hat, danach nochmal ansprechen. Und ich glaube, das habe ich nicht gemacht. So, Bestellliste. Haben wir hier irgendwas, was ich noch bestellen kann? Ich habe doch jetzt die Samen da, diese Form, genau, Formspenderkraut habe ich doch jetzt. Wir waren das? Bombenkugel? Das war auch noch für irgendwas. Nicht? Ich brauchte doch irgendwo nur 3-mal Formspenderkraut. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht alles. Wahrscheinlich brauche ich da noch mehr für. Ich habe mich. Mal hier noch 10 drauf. Oh, das wird schön teuer. Und zum Nadelschlagewerk lasse ich erstmal da.
Nutzen hier noch irgendwelche Werkzeuge, die ich noch nicht gekauft habe? Nein, gut. Ach du Scheiße. Gut, dann war es mit dem Itemladen. Dann schaue ich jetzt mal oben, ob auf dem Weg zu einer. Oh, 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 oh. Werkzeugfeld. Ey. Also irgendwie wieder nur Werkzeuge, das ist wieder uninteressant. Das sind 30 Werkzeuge für 50.000 Euro. Manche Texte sind eben einfach uninteressant und muss ich da nicht vorlesen. So, habe ich denn schon 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What the fuck? Reichen dir 15? Oh. Das ist gerade mal die Hälfte, aber ich will doch 50.000 Euro. Habe ich für dich noch verfluchte Puppen? Ja, schauen wir schon. So, ansonsten hier oben vielleicht noch oder so. Ja, Shigomaru steht da jetzt auch nicht mehr. Der ist ja weg. Gerade mit Choji und Shino bei Asuma. Asuma. Ansonsten scheint hier auch nicht mehr viel zu sein. Nein. Konohamaru hatte für uns auch nichts. Er stand am Stadttor mit einem normalen Ausrufezeichen über dem Kopf. Wir waren einfach nur reden. Schauen wir mal hier. Ich denke nicht, dass hier oben jemand eine Mission für uns hat, aber eventuell will ich ja vor dem Kapitel nochmal mit Tsunade reden oder Shizune. Hallo. Weiter so. Oink, oink. Oh, quiek, quiek. Weil er sagt oink, oink. So, von dir brauche ich auch erstmal nichts. Von dir schon. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Sakura und Simon, da, bla. Okay, Tsunade und hat uns also auch nichts mehr Wichtiges zu sagen. Na gut, dann begeben wir uns jetzt zu Kakashi zum Trainingsplatz. Kakashi Hatake. Oh, das muss man gut haben. Ja, unser neues ultimatives Ninjutsu zu erlernen. Läuft alles, Bild läuft, Tod läuft gut. Pick up the pills. Yay. Was liegt eigentlich unter den Schilden so, Schildern so, wenn man. Oh, leere Flasche. Nicht mehr leere Dose, sondern leere Flasche. Wenn man Glück hat, würde ich sagen. Da stand gerade Tenten. Na gut, rede ich nochmal schnell mit Tenten. Hallo, Tenten. Hallo. Ja, hallo, hallo. Ach, da unten ist noch ein Schild. Ich möchte mir möglichst viele Items jetzt noch mitnehmen, wenn ich welche haben kann. Schieben, bla, ich muss leider dazu. Gut, gut, gut. Ach, ich rede nochmal mit Irukan zum Abschied. Konzentrier dich. So, der kleine Junge, da lasse ich jetzt vor. Ansonsten steht gerade Orochimaru. Nein. Oh, hallo Rockli. Ja, lass mich in Ruhe, Rockli. Du hast mir keine Formspender. Ach, Freundessequenz gezeigt. Also puh. So, auf die Angriffsbentos scheiße ich jetzt erstmal. Ich habe vorerst geübt. So, aber sonst in den ganzen Häusern und Fässer zu öffnen gehe ich jetzt nicht noch. Das wäre jetzt irgendwie doch unnötig. Und da standen gerade Ebisu und Konohamaru ganz rechts. Standen gerade am Tor. So, nochmal eben beten, bevor wir losgehen. Und noch einmal abspeichern. Und zwar genau hier. Gehe ich nochmal eben nach Tsunabakure. Nein. So. Da. Och. Denn jetzt wird abgedreht. Ich will mein neues ultimatives Ninjutsu. Her damit. Nein, nicht mit so einem. Hallo Yamato, ich rede mit dir und nicht mit Kakashi. Oh, na gut, dann rede ich mit Kakashi. Hallo. Shall we start? Nö. Okay. In your mind, go over all you've experienced until now, and come at me with everything you've got.
Yep. Ich bin jetzt einfach mal direkt bereit. So, einmal gemütlich hinsetzen, damit ich auch kämpfen kann. Oh, mein Nacken. So kann ich nicht kämpfen. So kann ich schon eher kämpfen. Ich habe vorhin mal online gekämpft und gemerkt, dass ich gar nicht mal so sehr schlecht bin, weil... Also, ich habe viele abgezogen, auch auf höherem Level. Also mit mehr Siegen und höherem Rang und so. Na dann, hier kommt ein neues Jutsu! Ach nein, doch nicht. Oh. Ist ein Zahnleiser drin. Ich dachte, ich habe jetzt schon das neue Jutsu. Nein, 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 nein. So, dann will ich jetzt mal mit dieser Kombo hier... Oh. Das wird mir die Jutsu einsetzen, damit ich mal ordentlich Schaden mache. Rasenga! Gut. Gut. Alles klar. Na, willst du mal wieder was machen oder na gut, dann steche ich dir halt in den Arsch. Aber natürlich will ich auch wieder mit ultimativen Jutsu abschließen. Willst du mich verarschen? Nee, das kann ich auch, ja. Ich kann auch so dumm rumhüpfen und einfach nur Dinge da machen. Ich kann auch das hier machen und ich töte. Ja, Kakashi, das war's dann. Ja. Nicht mit zum Wandern, was check ich das denn endlich mal? Oh, ich bin ein Schüler. Oder eine Schülerin. Eine Schülerin. Nein, Schüler. Schüler. Ich muss gleich noch das neue Projekt aufnehmen. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon längst, dass das neu ist und so. Und da ist wahrscheinlich auch schon ein Part oben inzwischen. Aber ich habe es noch nicht angefangen aufzunehmen zu diesem Zeitpunkt. Also der Zeitalter. Mach ich aber gleich. Kakashi-sensei, how did I do? Frankly, I didn't expect you to do this well. You're still the number one hyperactive knucklehead ninja. Then, you mean... Right. You're very close to perfecting it. Yes! He really is... incredible. Kakashi. Izumo? I bear a message. Übrigens, es gibt Kotetsu und Izumo nicht als Hilfscharaktere in Generations. Da habe ich mich vertan. Dafür gibt es die Shizune. Ah, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und, die Prüferin der zweiten Chunin-Prüferrunde, bei der ich jetzt gerade im Manga bin, also Anko. Die übrigens auch eine Schülerin von... ich rede zu viel. Und dank den Mangas weiß ich jetzt auch, warum Sasuke zu Orochimaru gegangen ist. Nein, ich bin noch nicht da, wo er das tut, aber ich weiß jetzt, warum er es tun wird. What's wrong? Asuma Sarutobi has been killed. Das ist übrigens Konohamarus Onkel. What? Asuma-sensei? The fifth Hokage will tell you the details, if you would all go to the mansion. That is all. Wait, why would Asuma-sensei... Kakashi. Well, for now, let's hurry to the fifth Hokage. Meow. Oh, der Fug. Jetzt weiß es Naruto und... Naruto reagiert öfters mal gern über und... So, nochmal schauen, ob wir jetzt die Kampfwiederholung direkt liegen haben. Falls es hier zu diesem Kampf überhaupt eine gibt, weil so eine Kämpfe gab es ja jetzt hier schon tausendmal, aber... Im Kampf gegen Kakashi hatten wir ja vorhin schon letztes Mal, also müsste man den rein theoretisch nochmal reinhaben. Wäre eigentlich unnötig. Und das wäre nicht getan. So, ja, vorne.
Oh, wir sind ja schon genug. Uff, fucker, total unvorbereitet darauf, dass wir jetzt schon hier sind. Und wisst ihr was? Ich speichere jetzt nochmal ab. Und wieder hier. Und diesmal muss ich danach in die andere Richtung. Nicht zum Training Place. Training Ground. Entschuldigung. Sondern nach Kodowakakusa. Oh, da ist Sakura. Wollen wir Sakura nicht auch mal sagen, dass Asuma tot ist? Hey. Nein, ich habe mein Training. Asuma ist tot. Na gut, ich sag's ihr doch, sie soll mitkommen. Das hab ich jetzt erstmal gemacht. Erstmal Sakura vielleicht drum bitten, dass sie mal mitkommen soll. Oh, Sai. Hallo, Sai. Hallo. Ja, fass mal die Fakten zusammen. Mach mal. Und Iruka, weißt du das schon? Ich habe von Asuma gehört, ja. Das ist immer noch nicht in seinen Kopf, dass er... Oh, da ist schon wieder Hinata. Tja, mit Hinata rede ich jetzt nicht. Die nehme ich nicht mit. Oh, da steht Neji. Steht hier noch irgendwer? Ja, da steht wieder Tenten und da steht Shikamaru. Shikamaru! Oh, Naruto. Listen! Sorry, I can't talk. I've got business to take care of. Business? Kakashi. Yeah. Ah, dann töte mal Hidan. Falls du Hilfe brauchst, ich helfe dir gern. Hidan ist irgendwie ein verdammtes Arschloch. Hidan ist an sich irgendwie cool, aber ich hasse ihn. Oh, Kurenai? Nee, doch nicht. Aber Kurenai wird, denke ich mal, aufgehoben sein. Ich weiß es nicht, aber ich denke es schon. Nö, nur Shizune. Oh, ach, da bist du ja. Lady Tsunade, wir haben gehört, dass du etwas darüber weißt, was mit Asuma geschehen ist. Das stimmt. Und das ist mehr oder weniger alles. Diese verfluchten Akatsuki. Wie konnten sie Asuma-Sensei nur so etwas antun? Kakashi-Sensei, Hauptmann Yamato, wir müssen sofort los und ihnen gründlich das Handwerk legen. Naruto, ich verstehe deine Gefühle. Aber in Zeiten wie diesen muss man in erster Linie Ruhe und Vernunft bewahren. Hör auf, Naruto. Ich fürchte, gerade jetzt ist lauter Aktionismus, das Wort habe ich noch nie gehört, Aktionismus absolut sinnlos. Aber konzentriere deine Energie auf das, was du kannst. Du weißt doch, wovon ich rede, oder? Deine Stärke wird in Zukunft noch sehr nützlich sein, das garantiere ich. Bis dahin solltest du weiter trainieren. Ja, Meister. Gut, soweit der Bericht. Und jetzt muss ich zu einem Treffen zur Vorbereitung einer Strategie gegen die Akatsuki. Verstanden. Wir brechen dann mal auf. Naruto. Hä? Arbeite weiter so konzentriert an deinem Training. Wird gemacht. Gut. Wir sollten dann wieder mit dem Training beginnen, Kakashi-Sensei. Tut mir leid, aber ich muss jetzt ein paar dringende Angelegenheiten regeln. Yamato, führ das hier jetzt weiter. Wie? Was? Wovon redest du überhaupt? Bis später. Hey! Bist du bereit, das Training fortzusetzen? Moment mal, was ist denn mit Kakashi-Sensei los? Warum ist er einfach so gegangen? Er hat es dir doch gesagt, oder? Er muss sich um ein paar dringende Angelegenheiten kümmern. Was hat das alles zu bedeuten? Tja, das würde ich auch gerne wissen. Und ganz ehrlich, ich weiß es selbst gerade nicht mehr. Wo? Hidan und Kakazu. Oh, gerettet. Ich meine, du weißt auch immer gehen. Man, who cares about sealing the two tails? We could have done that anytime.
Because of that, Lord Jashin's sacrifices got away. Right, Kakuzu? Hey, say something. I can't deal with you. Let's hurry to the Hidden Leaf Village. Come on now. If you want sacrifices that badly, hunt for as many as you want at the Hidden Leaf. Oh, hey. You're right. Preach the way of Jashin to those heathens. How devoted of you. Ich will wissen, was man mir über Steam und übers Handy geschrieben hat. Das Handy kann ich herholen, aber Steam lese ich jetzt nicht. Ihr könnt ja da so lange mal lesen. Let's go. Ready, Shikamaru? Yeah. Hold it. Yep. You going somewhere? Your mission directive still stands. I've just assembled a new team, and we're going ahead with the mission. Not without my approval, you're not. Asuma is dead. There's only three of you. The basic unit is a four-man cell. Without a squad leader... Asuma is still with us. You're after vengeance then, aren't you? This isn't like you at all. Are you so eager to die? We're not stupid. We have no intention of running straight to our deaths, believe me. It's just... Just what? We don't intend to run away and keep on living without fulfilling our duty. We aren't going to live without meaning. Grow up, you three. The shadow of death hangs over all ninja. Some deaths may be harder to accept than others. But unless one gets past that, there can be no future. Face reality. There's three of you, okay? A full squad has... A full squad has four. Then it's all right. Right, Lady Tsunade? Kakashi? I'll take over as Team 10's leader and go with them. Fair enough? What are you... They're going to go even if you try to stop them. Might as well send me along so I can keep an eye on them. But... And stop them from doing anything stupid. Oh, all right. As you wish. My thanks. What about Naruto? Oh, well, he doesn't need me around anymore. Plus, he's got another squad leader with him now, so... Now then, Team 10. Shall we move out? Thanks, Kakashi. We owe you one. Also, was den Abfangpunkt für die Akatsuki angeht. Sie waren extrem von ihrer eigenen Stärke überzeugt. Ich denke, dass sie direkt zum Dorf marschieren wollen. Wo hast du sie zuvor schon getroffen? Weiter drin, hinter dem Todeswald. Tja, dann haben wir unseren Plan. Genau, wir gehen dorthin, wo wir sie zum ersten Mal getroffen haben. Wenn ich recht habe, fangen wir sie noch vor dem Todeswald ab. Irgendwo in der Nähe des Todbaumwalds. Ach, der Todbaumwald ist vor dem Todeswald. Hä? Das stimmt doch gar nicht. What the fuck? Im Manga ist es anders. Ach, dann sind... jetzt verstehe ich, okay. Also gut, dann sollten wir jetzt aufbrechen. Oh, der Mann bin ich auch, aber ich will eigentlich... Mal oben mitnehmen.
Ich finde das so geil, wie Choji läuft. Da. Moment. Weg. Da. Schaut auf Choji. Sind hier jetzt auch Naruto und Yamato? Nein. Gut, ich würde aber erstmal sagen, dass es das für den Part war. Wir haben nicht so sehr viel geschafft. Wir haben viel Gesprächzeug. Aber ich gehe jetzt Abendessen und der Part ist ja auch schon 26 Minuten lang. Doch was da drin war. Wie die Faust aufs Auge von Hidan. Ja, bis zum nächsten Part und Schwissei.